Hilf mir mal! Nimm das andere Ende, okay? Gut, dass du auf bist. Nehme an, der Trip, auf dem du warst, wirkt noch nach. Und du weißt schon, zu erfahren, dass du ein Missstück zum Freund hast. Immerhin hast du den Hauseinsturz verpasst. Mitten ins Wasser. Ich überlege, ab jetzt draußen zu schlafen. Legen wir das einfach hier ab. Jemand? Ich will Marshall nicht stören. So schnappig. Was? Das schon wieder? Ganz am Ende des Videos. Hör hin. Okay. Hör hin. Ich konnte hier Gusev isolieren. Den Moment da im Hintergrund. Jetzt. Wir warten noch auf B24. Eine Überweisung von Fucina. B24. Eine Überweisung von Fucina. Wer zur Hölle ist Fucina? Keine Ahnung. Nicht wer? Was? Fucina ist das Casino Lutazzi. Nur die Lutazzis und ihre Geschäftspartner nutzen diesen Alias. Adler vermutete eine Verbindung zwischen Avalon und dem Pantheon. Jetzt wissen wir's. Nicht übel. Und B24? Ich hab mal für die Lutazzis gearbeitet. Bedauerlich, aber profitabel. Ich habe einen Kontakt, der Licht ins Dunkel bringen könnte. Woods, hilf Felix, einen Zusammenhang zu finden. Seth, du auch. Wir brauchen einen Plan. Marshall! Können wir reden? Du bist ungewöhnlich still. Hilf mir doch bitte mal. Harrow hat dir so viel bedeutet? Arbeiten oder reden wir? Ich will ja nicht drängen. Aber es sieht aus, als ob dich das sehr mitnimmt. Würdest dich nicht? Ja. Würde es wohl. Hat es. Nicht. Was? Tu nicht, als kennst du meine Gefühle. Dein Schmerz gehört dir, Marshall. Aber Verrat ist mir nicht fremd. Ja? Wie ist es, wenn die Person, der du am meisten vertraut hast, ein Superschurke ist? Was dann? Tragödien sind kein Wettbewerb. Bitte keine aufmunternden Worte. Ich versuche dir zu sagen, was du hören musst, nicht was du hören willst. Und du denkst, das ist, was ich jetzt brauche? Ich war mal wie du. Tat, was man mir sagte. Vertraute den Menschen in meinem Leben. Und was hat mir das gebracht? Zeit im Knast? Verlust. Die einzig reale Person. Für mich. Jemand, der mich wirklich sah. Mein wahres Ich. Weg. Für immer. Und ich drückte ab. Serv ich. Die Regeln sind anders. Das Spiel nicht. Akzeptier die Niederlage oder bekenn Farbe. Bezieht sich B24 auf ein Schließfach im Archiv vom Casino Lutazzi. Was die Überweisung betrifft, die erwähnt wird, ich nehme an, dass Pantheon ihre Forschung mit gewaschenem Geld vom Casino finanziert. Was auch immer im Schließfach ist, ich wette, es führt uns direkt zu Gusev.
Das ist die Hoffnung. Wir sprengen also ihren Tresor. Aber wir haben es nicht auf Geld abgesehen. Nur im Inneren des Tresors kann ich die Sicherheit des Archivs überbrücken. Und während sich die Lutazis mit unserem Einbruch befassen, dringt Case ins Archiv ein und sucht das Schließfach. In die Nähe dieses Raums zu kommen, wird hart. Nicht, wenn der Sicherheitsdienst des Casinos Case direkt in den Flügel mit dem Archiv führt. Wo sie gewöhnlich Personen von Interesse verhören. Case lässt sich absichtlich gefangen nehmen? Ganz genau. Es ist gefährlich. Und wir können das nur zusammen durchziehen. Angefangen mit mir am Highroller-Tisch. Dazu gewinnen setzt unseren Plan in Bewegung. Wir werden bereit sein. Das weiß ich. Finden wir heraus, was das Pantheon im Casino versteckt. Woods, bist du bereit? Bei mir ist alles klar. Warte nur auf Case. Und du? Bereit. Ciao. Willkommen im Casino Lutazzi. Chips bitte. Ich habe heute ein echt gutes Gefühl. Sehr gut, Signore. Tragen Sie vielleicht Waffen, die Sie abgeben sollten? Richtig. Keine gute Idee, schlechte Verlierer bewaffnet zu haben. Grazie. Viel Spaß. Das hier ist schon was anderes. Mascha, geh zum Schild vor dem ausgestellten Auto. Gleich rechts von der Bar. Unterwegs. Dieser Ort weckt schlechte Erinnerungen. Das Haus gewinnt immer, Seth. Ich war nicht zum Spielen hier. Gildegeschäfte war nicht angenehm. Heute ist das Casino Lutazzi neutraler Boden. Die anderen Avalon-Fraktionen respektieren das. Aber ein gutes Gefühl für heute. Ich denke, ich mach Schluss für heute. Was? Warum? Ciao, Signore. Sie sehen aus wie jemand, der Luxus und Finesse schätzt. Und einen Vorteil. In Bocca al Lupo. Zeit für ein bisschen Poker, Marshall. Du musst diesen High-Roller-Chip gewinnen. Nur so kommen wir in die Lounge. Und in der High-Roller-Lounge ist, was wir als nächstes brauchen. Wie geht's deiner Frau? Ich spiele am falschen Tisch. Setzen Sie sich. Wenn's nichts ausmacht. Es ist keine Schande zu verlieren, Mr. Marshall. Mr. Marshall. Willkommen, Signore. Das Spiel heißt Texas Hold'em. Der Gewinner erhält den High Roller Chip. Kann's kaum erwarten. Alles klar, Case? Du weißt, worum es geht. Du musst alle drei Verteilerkästen anzapfen, damit ich alles sehe. Andato. Deve essere da queste parti. Potrebbe esserci qualcosa. Che cos'è? Non riesco a vederlo. Andate e trovate.
Deve essere per forza vicino. Disperdetevi, trovateli! Capito! Kamerabild steht. Ich sehe den Hauptbereich. Totschick. Noch zwei. Dov'è? Ich habe Bild von der Security. Diese Typen machen keine halben Sachen. Noch einer. Da haben wir Tresor und Waffenkammer. Jede Menge Feuerkraft an den Wänden.
Die Kameras wären damit erledigt. Zeit, da reinzugehen und dich zu stellen, Case. Sie werden dich hinten ins Casino bringen, ganz in die Nähe des Archivs. Also, da steht Security vor der Tür. Das sollte leicht sein. Was haben wir denn hier? Sieht wie eine Kanalratte aus. Reden wir. Privat. Das wär's. Case ist drin. Marshall, Zeit für deinen Auftritt. Gewinn die Partie und du kriegst Zugang zur High Roller Lounge. Mein neuer Freund Ihr ist so großzügig. Er gibt mir all seine Chips. Wo ich herkomme, lehren wir unsere Kinder mit Anstand zu gewinnen. Ich fürchte, du bist nicht mehr in Kansas, Dorothy. Hier spielen die Erwachsenen, nicht die Kinder. Der Jeep gehört mir. Ich habe die Kameraübertragung hinter diesem Schmuck. Zeit, das Blatt zu wenden. Wollen wir reden oder Karten spielen? Bett. Cool. Unser furchtloser Amerikaner weiß nicht, wann Schluss sein sollte. Bett. Ich sehe seine Karten nicht. Sorg mal für etwas Unruhe. Mr. Marshall hat vielleicht Anstand gelernt, aber nicht Arithmetik. Er hat eine Kreuz 9 und 10. Er hat nichts. Herr Höhe. Race. Solch Zuversicht. Call. Soll ich milde sein, Moscherie, hä? Er blufft. Er hat immer noch einen Scheiß. Signore Badu checkt. Erhöhen. Signore Marshall sitzt. Du hast den Schweinepriester. Call. Und nun die letzte Karte. Seine einzige Chance ist... Gottverdammt, der Glückspilz hat einen Strike. Seth, mach dein Ding. Marshall, was auch immer du im Ärmel hast, hol es raus. Ihr Drink, Signore. Sie müssen bestimmt... Es tut mir leid, Sir. Lassen Sie mich helfen. Was tun Sie denn? Schluss, Sie machen es nur schlimmer. Lassen Sie mich, ja? Oh, Mann. Brauchen Sie eine Minute? Nein, nein. Nur gehen Sie weg. Hm? Machen Sie weiter. All in. Gentlemen, Ihre Karten bitte. Vier Buben. Was? Signore Marshall gewinnt. Gutes Spiel. Begebe mich zur High Roller Lounge. Woods, ist der Manager dort? Ist er. Hat eine Schlüsselkarte an seinem Arsch baumeln. Das hat noch gefehlt. Wenn ich drin bin und für Ablenkung sorge, nehme ich die Karte und gebe sie Felix. Felix, bist du in Position? Natürlich. Freund ist so eine Art Kunstsammler. Scusi, Signore, Sie brauchen... Ein davon? Glückwunsch. Kommen Sie rein. Er ist drin. Marsch, geh nach rechts. Du kannst den Störer an den Spielautomaten direkt bei der Doppeltür anbringen. Felix, du bist gleich dran. Verlassen Sie den Bereich. Sie können diese Gewinne nicht behalten. Signora, stopp. Signora, bitte. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Bitte, die Maschine ist defekt. Sie können nicht...
Stehen bleiben! Endlich! Hat lang genug gedauert. Was ist denn das Problem? Ernsthaft jetzt? Ah, ja. Das ist deine Chance. Hatte das meine Funktion? Wie ich schon sagte, das Problem sind nicht die Maschinen. Es braucht einen Server. Dann tu es. Hör mal, diese Lady braucht einen Eimer für ihre Gewinner. Signore, tut mir oder leid. Ein paar dieser Leinsäcke mit den dicken Dollarzeichen drauf. Verstehen Sie, es gab ein technisches Problem. Wir arbeiten. Geh nach hinten und setz die Spielautomaten zurück, Felix. Warum tue ich mir das hier eigentlich noch? Ich weiß nicht, was ich von dieser. Auf dem Weg zum Serverraum. Nach dem Neustart der Maschinen kommt die nächste Phase. Oh, ich hab nichts getan! Ich hab doch gesagt, du sollst mir nie wieder auf. Tiere. Ich sage euch, ich bin nicht der Kerl. Hey, warum dauert das so lange? Diese Maschinen müssen wieder laufen. Du musst den Server zurücksetzen, Felix. Alles wieder gut. Grazie. Jetzt die Schlüsselkarte neu programmieren. Dann haben wir Zugriff auf Waffenkammer und Aufzug. Benutzt das Tastenfeld, Felix. Ich wette, derselbe Code funktioniert hier auch. Da ist ein Lüftungsschacht, den du vielleicht nutzen kannst. Na bitte, ich wusste, du kannst es noch. Bitte. Capito, tieni mi aggiornato. Der benötigte Computer ist in diesem Raum. Damit kann ich die Karte neu programmieren. Gebe der Schlüsselkarte Zugriff auf Waffenkammer und Fahrstuhl. Area in sicurezza. Confermo. Erledigt. Begebe mich zum Treffpunkt. Ich werde da sein. Irgendwas hat die Penner aufgescheucht, Felix. Ist da jemand? Komm raus, dann reden wir. Gute Arbeit, Felix. Bring die Karte zu Seth. Wir sind dem Raubüberfall einen Schritt näher. Sobald die Ablenkung begonnen hat, ist Case am Zug. Bin zurück im Casino. Ein Drink wäre jetzt vermutlich keine schlechte Idee. Eine sehr gute sogar. Dann geh direkt zur Bar.
Einen Schnaps bitte. Auf Eis. Kommt sofort, Signore. Hier, bitte sehr. Zum Wohl. Danke. Bei dir in drei. Karte in der Hand. Ich gehe runter. Hey! Hier. Ich mach grad Pause. Mit der Karte hast du Zugang zur Hochsicherheitsetage unter uns. Und niemand außer dem inneren Notazikreis darf da rein. Oh, der Boden bewegt sich. Und du hast zu viel getrunken. Gibt es ein Problem? Zählt rein. Seth, geh zum Fahrstuhl im Untergeschoss und schick ihn für Felix und mich rauf. Bin dran. Marco, riesci a sentirmi? Parla pure. Trovato qualcosa? Non lo vedo. Ho sentito. State allerta. Der Waffenkammer. Nette Sammlung. Schnapp dir alles, was geht. Gut für Nahkampf. Fühlt sich gut an. Nur noch ein paar. Sowas suche ich. Noch eine. Alles gepackt. Geh jetzt. Verstanden. Wir sehen uns gleich. Schmalfuß, wir haben hier unten ein Problem. Das weiß ich. Verdammt, Felix. Lassen wir Case nicht warten.
Seth, C4. 7, 2, 3, 5. Showtime. Zünde! Denk dran, wir haben nicht lange, bevor die Sicherheitskräfte eintreffen. Zeit für das große Finale. Chef? Problemlos! Könntest du die Konsole finden? Verbindlichsten Dank! Wir kriegen gleich Gesellschaft! Schnapp deine Waffe, Seth! Auf die Minute! Misch sie auf! Rechte Seite von den Treppen aus! Zeit lang genug verschwendet. Francesco, beenden wir das und nach unten mit ihm. Schon wieder? Hilf den anderen oben. Ich regle das hier selbst. Weißt du irgendwas darüber? Und ich dachte, wir lassen dich glimpflich davon kommen. Oh nein, der Kanal ist zu gut für dich. Du hast keinen Respekt vor unserem Etablissement. Das wird jetzt sehr ungemütlich für dich. Das ist ein Miststück. Schnapp dir ein paar Werkzeuge und begib dich zum Archiv.
Was läuft da beim Tresor? Felix, auf damit, jetzt! Sicherheitssystem im Archiv ist aus. Mein Mann. Was auch immer Pantheon versteckt, Case. Es ist in Fach B24. Weiter, bis ganz nach hinten. Case ist dran. Sieht wie eine Art Dossier aus. Pack's ein. Case, Lutazzi sind unterwegs zu dir. Wir sind hier immer noch festgenagelt. Kommen in deine Richtung. Los! In den Kanälen liegt ein Boot für uns bereit. Gute Arbeit, Case. Du hast echt was für uns eingesteckt. Geh nach. Jede Menge Feindpräsenz im Hauptbereich. Da rennen auch noch Zivilisten rum. Passt auf, wohin ihr schießt.
Case. Auf geht's! Wir sind fast bei der Kanäle. Hier durch. Los, los, los! Das Boot liegt vor uns. Letztes Stück. Schließfach aus dem Casino-Archiv untersucht. Seth und Felix hatten recht. Die Lutazis haben Geld von Pantheon durch das Casino verschoben. Inklusive ordentlicher Provision. Wir haben den benötigten Durchbruch. Überweisungen an ein Labor im südlichen Irak. Empfänger Matvei Gusev. Wir informieren Adler, damit er sich vor Ort umsehen kann. Die Zeit drängt. Aber wenn wir es schaffen, Pantheons Experten für Biowaffen zu erwischen, können wir vielleicht alles auffliegen lassen.